Eines der ersten Standardmodelle, pickupback.com. Ja, sogar mit einer Signalisation. Hier vorne siehst du Flaggen drauf. Kroatien, dann kenne ich so ein bisschen, stimmt das? Wie bitte? Aus Kroatien, ja, richtig, geboren und aufgewachsen in Nürnberg, aber eben kroatischer Herkunft. Ja, ist ein ziemlich cooles Fahrzeug. Und ja, Simone hat gesagt, das ist ein Fahrzeug, das würde ich mir sofort in die Einfahrt stellen, wenn es denn reingeht. Denn es ist relativ hoch. Was ist das für ein Basisfahrzeug drunter? Also das Basisfahrzeug ist ein Toyota Hilux, ja. In der Regel ein 2,8 Liter Automatik. Und hier haben wir aber einen Komplettumbau gemacht mit einem 35 Zoll Radumbausatz. Also das heißt, da wird die Übersetzung geändert, die ganzen Federpakete werden geändert. Wir haben ja ein Fahrwerk aus dem Rennsport, ein Oldman Emo Fahrwerk mit verbaut. Wir haben in dem Fahrzeug Zusatzspiegel, also verbreiterte Spiegel, die man dann sogar bei Bedarf auch nochmal rausziehen kann. Nochmal langsam bitte, dass du das nochmal raus bitte, weil es so schön war, den Spiegel. Ui. Also man kann also den Spiegel bei Bedarf auch... Ist klar, aber wenn du es nochmal langsam machst, das war zu schnell. Weil das ist so genial, man muss es einfach mal zeigen. Das heißt, du kannst ihn einfach rausmachen. Okay, ja. Ich finde das cool. Ein Sandfilter hast du drin? Genau, ein Zyklonfilter ist verbaut, eben um eine große Durchfahrtshöhe im Wasser zu haben. Die Luftansaugung zu erhöhen. Ja, ein starkes Detail ist das Aufstelldach, was du oben drauf hast, in Rot. Das fällt direkt auf. Das fällt direkt auf, wobei da kann man auch diverse andere Farben auswählen. Aber mir gefällt das Rot, weil es eigentlich auch innen ein sehr freundliches, warmes Licht gibt. Ja, die Frage ist, ob du jetzt im Moment noch NATO-Grün wählen würdest, schon, oder? Der Look ist cool, aber ich glaube, ich würde eher zu einer anderen Farbe tendieren. Beige oder was anderes. Moment, es ist ein Grün. Es sieht ziemlich cool aus. Ist jetzt foliert oder ist er lackiert? Also die Fahrerkabine, die ist foliert und die Kabine ist mit Raptor beschichtet. Also es ist eine Zweikomponentenbeschichtung. Okay, die auch ordentlich aufgetragen wurde natürlich. Ja, schon. Die wird im Prinzip, man hat die gleichen Lackiervorgänge wie bei einer Autolackierung. Damit man wirklich auch diese Robustheit hat der Beschichtung, damit es nicht auch kratzunempfindlich ist. Ja, das Schöne ist ja immer das sogenannte Raumwunder, was du dann erlebst, wenn du reingehst. Ja, du hast zwei verschiedene Modelle. Du hast einmal ein Pop-Up-Dach oben drauf. Genau. Dann hast du einen feststehenden. Du hast schon mal reingeschaut und? Ja, ich habe schon mal reingelunzt. Ja, eigentlich ganz cool. Also sehr, sehr, einfach gehalten, aber es sieht gut aus. Ja, geh mal rein. Das Schöne ist ja, dass hier der, ich sag mal, Innenausbau ist dunkelbraun. Das ist ja vollkommen entgegen dem Trend. Alles muss ja hell sein im Moment, oder? Ja, das hat meine Frau zu verantworten. In der Regel haben wir aber ganz verschiedene Dekore, die man verwenden kann. Helle Dekore, Holzdekore, technische Dekore. Da gibt es also ganz die unterschiedlichsten Deckschichten. So, die Kabine selber, wenn du mir mal kurz erklärst, die Kanten aus, was sind die? Also es ist ein komplett umlaufender, geschweißter Aluminiumrahmen. Ja. In den Rahmen kommen wirklich für uns maßgefertigte Sandwichpaneele, okay. Die ja, einen speziellen Aufbau haben, was jetzt zum Beispiel die Deckschichten angeht, dass es ein kreuzgewebtes Laminat ist, dass man eine Wabenstrukturplatte hinterlegt ist, um eben möglichst Durchschlagssicherheit zu haben. ABS nehme ich an, oder was hast du verwendet? GFK? Nein, es ist GFK, es ist ein kreuzgewebtes GFK. Und okay. Dann kommt eben eine Honey Structure Plate, PU, Isolierkern. Kevlar, Carbon, habe ich ja schon gesehen, ja, was alles gibt, ja, oder? Möglich, ja, aber technisch macht es keinen Sinn bei den Fahrzeugen. Also wir hätten auch die Möglichkeit, das bieten wir auch an, Titanrahmen als Beispiel zu schweißen, wir haben die Verfahrensprüfung dafür, okay. Aber am Ende macht es technisch eigentlich keinen Sinn. Preis von der Kabine, wie hier steht? Das komplette Auto mit diesem 35 Zoll Umbau liegt bei 160.000 Euro. Okay. Der Startpreis, also mit normalen Rädern, liegt bei 126.000 Euro und bei der Hubdachkabine. Wobei man auch sagen muss, dass die Technik, die wir verbauen, sehr, sehr umfangreich ist. Auch diese Türmechaniken, die wir verbauen, also allein diese Tür, das ist eine Mehrfachverriegelung. Das ist von der Firma Hühnerkopf, die in der Regel eher in der Luxus-LKW-Klasse angesiedelt wird als in Pickups. Aber das ist, muss ich sagen, so irgendwie mein eigener Fable, weil ich halt einfach solide, massive Türen haben möchte und keine Plastik-Drehverschlüsse. Und die Fenster sind so klein, dass du erstmal nicht reinkommst. Aber du kannst ja das Zelt auch einfach reinschneiden. Aber wenn er zu ist, ist er schon mal sicher, wenn oder? Wenn er zu ist, ist er sicher. Man kann auch das Hub da praktisch wirklich verriegeln mit einem Vorhängeschloss. So, ich zeige dir mal komplett. Das ist ein hochgradig geländegängiges Fahrzeug. Wo hast du die denn her? Weil wenn man einen bestellt, kriegt man keinen. Na gut, ich habe etliche. Beziehungen? Naja, Beziehungen wären schön, weil dann hätte ich noch mehr Fahrzeuge. Sehr schön. Ja. Der da, der heißt wie? Maler. Maler. Das ist mein Firmenhund. Ach stimmt, da ist kein Gewehr dran, das ist ein Mädchen. Nein, das ist ein Mädchen, die ist alles gut. Oh, ist die goldig. Ja, ja. Auch ist dann natürlich die Hitze, macht dir zu schaffen ein bisschen. Ja, aber dieser ganze Gechillte.
Die ist ganz ruhig. Also, du hast was Schönes, ein kleines Detail hast du realisiert. Du hast einen, einen Backrack hinten drauf gemacht, der elektrisch geht, oder wie geht das? Ein Fahrradträger, der elektrisch geht. Und zwar ist das ein Träger, weil es ist ja doch, wenn die Fahrräder auf der hohen Höhe sind, ist es natürlich schwer, ein 30 Kilo E-Bike draufzuheben. Und dieser Lift, der geht 1,15 Meter, fährt er rauf und runter. Ist der an? Kann man den mal anmachen? Den kann man anmachen. Also hier schaltet man den an. So, schaltet man den an. Und da ist das E-Bike drauf und da ist es auf einer Höhe. Interessant ist auch, wenn es so hoch ist, dann ist es vielleicht ein bisschen diebstahlgeschützter. Das ist ja, so. Die Fahrräder muss man schon anketten. Ja, ob das denn in letzter Konsequenz dann auch hilft? Lange stehen lassen würde ich es nicht. So ist das. So, das ist der Anschluss. Aber viele sind ja auch so weit in der Pampa, da ist weit und breit kein Mensch. Natürlich jetzt in Barcelona würde ich es nicht zwingend abstellen, oder? Ja, nee, weil dann. So, ich zeige es mal gerade. Es geht noch höher. Krass. Auch die Wartezeit ist angenehm. So, das heißt auch die Bodenfreiheit ist wieder gewährleistet. Ist wieder voll gewährleistet, ja. So, und da hinten hast du Sandbleche mit dran. Ja, die Kabine ist richtig cool. Das heißt, bei dir ist High-End-Ausbau gefragt, kann man das schon sagen? Ist ein High-End-Ausbau gefragt, ja, ganz klar. Komm ich hier mal rein. Ich könnte, er sagt natürlich total einfach eingerichtet. Nein, aber das sieht man natürlich nicht alles gleich. Ne? Technisch alles, was sinnvoll und möglich ist, ist da verbaut. Also es geht schon im Standard los, dass wir 200 Amperestunden Lithium-Batterien verbauen. Mastervolt? Leontron-Batterien. Wir haben Büttner-Ladetechnik. Also auch Made in Germany Ladetechnik. Wir haben 1700 Watt Wechselrichter drin. Wir kochen induktiv. Es wird wirklich induktiv gekocht. Wir haben eine Dieselstandheizung drin. Wir haben Kühlschränke mit verbaut. Wir haben Druckpumpen verbaut, große Wassertanks. Selbst die Wassertanks werden maßgefertigt. Also es sind keine Standardtanks, sondern alles mit Gewindeanschlüssen, damit es pistensicher ist. Komm, wir schauen uns das mal an, oder? Wir gehen mal rein. Zu dritt geht das, oder kann man? Ja, kein Problem. Geht. So, Stehhöhe ist ja gewährleistet durch das Dach. Genau. So, ist das Dach auch ein Schlafdach? Nein, das ist nur ein Aufstelldach, oder? Das ist jetzt ein Aufstelldach. Geschlafen wird hier vorne drin. Ich habe jetzt bei mir, was ich noch extra habe, das Bett ist 2,30 Meter lang. Normalerweise ist es 2 Meter lang. Du bist ein langer Kerl. Wie groß bist du? 1,93. Okay. Und es ist immer eine Konfiguration der Fahrzeuge, aber so, wenn das Bett aufgebaut ist, kann der andere sitzen, alles bedienen. Also hier hat man ja eben die Sitzfläche, die Spüle, das Induktionskochfeld. So, es geht alles noch, es ist alles bedienbar. Genau. Es ist also praktisch finde ich vor allem diese Schienen hier oben, da kann man alle möglichen Sachen dran festklipsen. Man sieht seine Zahnbürste auch. Ja. So, Basisfahrzeug alleine kostet schon wie viel? 40, 45.000 Euro. Also der Aufwand, die Kabine zu fertigen, muss hoch sein, oder? Der ist hoch, ja. Im Endeffekt jeden Handschlag, den wir, also machen wir selber. Und wir haben auch, wir achten da wirklich auf jedes Kilo, wo wir was verbauen, um möglichst gute Onroad- wie Offroad-Eigenschaften zu haben. Also da ist wichtig, wir haben zum Beispiel hier vorne einen Durchstieg. Also hier ist ein Durchstieg. Dann sitzt auch vorne der Wassertank, die Ladetechnik, die Batterien, die sitzen alle möglichst weit vorne. Achso, du hast die Rückbank verwendet als Teil des Fahrzeuges. Richtig. Es ist ja keine richtige Rückbank, das sind ja Notsitzbänke. Ja. Und ich möchte einfach den kompletten Wohnraum als Staufächer haben. Also im Prinzip alles, was man hier sieht, sind Staufächer. Zeig mal bitte, dass wir da mal reinschauen können. Hier, das sind zum Beispiel normalerweise so Klamottenfächer. Du schläfst da drin heute Nacht? Ich schlaf da drin. Okay. Ich bin auch mit dem Auto meistens unterwegs. Man hat hier natürlich, man hat kein festes Bad. Das heißt, hier hat man eine Trenntoilette mit drin. Mhm. Die man, also hier ist es ein Ausstellungsstück. Normalerweise ist es in Betrieb. Die Koma Kackbox. Die Koma Kackbox, ja. Du kennst sie? Ich kenne sie, ja. Okay. Wir verbauen die mit den Fahrzeugen. Und auch hier hat man, auch das sind alle Staufächer. Hier ist es allerdings so, dass wir die Hälfte von außen befüllen können. Das schauen wir uns gleich mal an. Ja, einfach wenn es, ob man ein aufblasbares Surfboard oder wie heißen diese Stand-Up-Paddle-Bretter oder irgendwas mitnimmt, kann man alles mit draußen einladen. Ne? Die Bettmechanik ist auch immer so, wir haben immer diese Federteller als Hinterlüftung. Achso, du kannst nur senkrecht schlafen, oder? Man kann nur senkrecht schlafen, nee. Sag mal. Man klappt es im Prinzip einfach aus. Ganz einfach runter, die Matratze. Oh, das war's fast. Und jetzt hat man ein 2,25 Meter langes Bett. 1,86 Meter breit. Krass. Es ist auch immer diese Faltmechaniken der Matratzen. Das Spannbettlaken kann immer draufbleiben. Mhm. Wir haben keine losen Teile, die wir umeinander heben müssen. Und das Ganze kann man auch bei geschlossenem Dach machen.
Ich kann bei geschlossenem Dach sitzen, ich kann schlafen bei geschlossenem Dach, alles wieder voll nutzen. Okay, das heißt, auch wenn es mal sehr kalt sein sollte, es kann ja sein, ich fahre mal auf 3000 Meter Höhe, nachts kann es ja schon schattig werden, oder? Also es ist zum Beispiel selbst bei geöffnetem Dach minus 15 Grad überhaupt kein Problem, das schafft die Heizung ohne Probleme. Luftheizung? Es ist eine Luftheizung, die ihren Kraftstoff aus dem Dieseltank nimmt. Die Luftheizung ist hier im Podest verbaut. Was da drin für eine Luftheizung? Wie bitte? Was hast du verbaut für eine Luftheizung? Es ist eine Luftheizung, eine Planar. Ja. Eine Planar von der Autotherm, oder? Autotherm. Ja, richtig, Autotherm heißen jetzt seit einem Jahr mittlerweile. Ne? Sehr schön. Und man muss im Prinzip nur das Auto betanken und das war's. Alles andere läuft mehr oder weniger automatisch. Sonst noch irgendwelche Staufächer, die ich noch nicht gesehen habe, unter den Bänken? Alles im Prinzip, alles was man hat, sind Staufächer. Man hat hier den Kühlschrank. Das ist der Kühlschrank? Genau, die Kühlbox. In der kleinen Ausführung 46 Liter Inhalt. Ist ja zufälligerweise, ist die exakt passend für das Fach? Na, wir machen das ja entsprechend, dass es passt. Kein Zufall. Nein, das ist kein Zufall. So, und hier, wo die Simone sitzt, was ist da drunter? Ich stehe mal auf, genau. Sonst es mal vorführen kannst. Da sind auch Staufächer, da kann man dann Stühle, Rucksäcke und solche Sachen reinpacken. Da, was ist das da? Das ist ein Abwassertank, okay. Auch innen liegend, damit eben nichts einfriert. Sehr schön. Wir haben keine Verbindung nach außen. So, komm, wir gehen mal raus, dann schauen wir uns das Fahrzeug noch mal kurz an. Die Details, hier ist noch eine rausklappbare Arbeitsplattenerweiterung, die du nutzen kannst. Die Oberflächen fühlen sich nur an wie Leder, oder ist das... Das sind Polyrate-Deckschichten, da kann man so ganz unterschiedliche Deckschichten bekommen, je nach Geschmack. So, kochen hast du ja gesagt, Induktion, aber du kannst ja auch einen Kartuschenkocher rausnehmen, das würde gehen. Oder eine zweite Induktionsplatte, die man draußen benutzt. Hier, was ist da drunter unter dem? Hier war eigentlich geplant, noch einen Abfalleimer einzubauen. Habe ich aber noch nicht geschafft. Hast nicht gemacht. So, mal schnell raus. Übrigens, was natürlich sehr interessant ist, warum ist die Tür so klein? Weißt du es? Naja, damit man halt trotzdem noch reinkommt, wenn das Dach unten ist, oder? Bist unglaublich, egal welche Fangfrage ich hier stelle. Kleine Kabine, kleine Tür. Kleine Tür. Wenn wir eine große Tür haben wollen, dann kann man da dran gehen, ins andere Modell. Aber mich würde mal sehr interessieren, wenn du mal so lieb bist, das Dach mal runterziehst, einmal ganz kurz, und du mal reingehst und dann das Raumvolumen mir beschreibst. Ja. Weil das ist ja doch spannend. So, Dach ist unten. Und? Also ich kann... Ja, ja, du bist ja 1,66 Meter. Ich wollte gerade sagen, also gerade so zum Sitzen. Aufrecht stehen. So, sitzen mal. Also bei ihm sieht es dann schon anders aus. Er muss dann schon sehr gebückt aus. So, das heißt, er muss schon ein bisschen, es geht genau hin. Hast du das Auto für dich gebaut? Es ist extra darauf ausgelegt alles, dass auch große Menschen sitzen können. Aus Franken. Aus Franken. Da komm mal mit. Wir gucken mal gerade an der Seite. Hier ist noch eine Kühlbox, die er drauf hat. Fahrradträger ist mit drin. Die guten Salzfenster sind eingebaut und da ist dann noch ein weiteres Fach abgesperrt, damit nicht jeder es öffnet. Du hast mir erzählt, schon morgens stehen die hier und messen alles aus, oder? Das heißt, es wird kopiert, was das Zeug hält? Ja, also da ist keine Schamgrenze. Keine Schamgrenze. Ja gut, es ist halt so auf der Messe. Der eine guckt den anderen so ein bisschen an und schaut, was er macht, aber es geht ein Stück weiter? Ja, es geht wirklich ein Stück weiter, bis hin wirklich zum Ausmessen, zum Details abfotografieren, weil wir gewisse Lösungen... Und jetzt komme ich und zeige sogar den Verschluss. Ah ja, gut, das ist der Standardverschluss. Das war schön gemacht, oder? Ja, schön gemacht, aber ein Standardverschluss. Eine Platte drunter. Und es ist eben der Verschluss, man kann ihn doppelt absperren. Okay. Hier absperren und nochmal mit dem Vorhängeschloss. Der geht nicht auf. Das heißt, du würdest sagen, du kannst damit wirklich Offroad fahren, ohne dass Türen sich öffnen? Es gibt im Moment kein Offroad-fähiges Reisefahrzeug mit einer Reisekabine drauf. So, und dann zeig mal hinten, weil das ist spannend. Die Lackierung, du sagst, es foliert, das könntest du ändern. Wie fällt der auf, wenn du damit unterwegs bist? So im Extrem. Also aber generell die Kundschaft allgemein, wo sie auftaucht, die sagen, dann ist sofort eine Menschentraube. Weil man sieht jetzt so verrückte Fahrzeuge relativ selten. So, und du hast deinen ganzen Krusch drin, darum geht es jetzt gar nicht. Krusch und alles mit drin. Da geht es aber gar nicht drum. Es geht mir viel mehr, was du eingebaut hast, ein großes Garmin eingebaut. Genau. Du hast die beste Ausstattung gewählt, die es gab? Nein, das ist tatsächlich bei dem Fahrzeug nur die Basisausstattung. Die anderen Fahrzeuge kommen alle besser ausgestattet. Allrad ist zuschaltbar oder permanent? Allrad ist zuschaltbar. In dem Fahrzeug haben wir eine Sperre hinten und eine Sperre vorne verbaut. Okay, das heißt, der kommt durch? Der kommt überall durch. So, dann klär mich auf. Was hast du hier eingebaut? Also hier sieht man sofort den Sinus-Inverter.
den 1700 Watt Sinus-Inverter. Hier drin ist auch die ganze Batterietechnik, Ladeboost etc. verbaut, deswegen auch diese Lüftungsgitter. Das habe ich noch nie gesehen am Rücksitz, dass jemand das erweitert. Das heißt, wenn du es hier nicht machst, also muss es in die Kabine, hast keinen Platz mehr. Und es geht aber wirklich, wenn man jetzt sagt, ums Fahrverhalten, so Onroad wie Offroad, muss man eine gute Gewichtsverteilung haben. Gewichtsverteilung ist jetzt perfekt. Und das muss einfach nach vorne, weil allein der Wassertank... Ist der Tank sitzt hier? Der Tank sitzt, genau, der sitzt hier. Spannend. Da ist der Tank, das macht der Kollege, der Herr Uwe Albrecht, macht das für uns. Die Tanks auf Mars, hat 100 Liter Inhalt und da habe ich halt eben noch Stauraummöglichkeiten. Hier sitzt mein Laptop und solche Sachen mit drin. Was ich toll finde, ich zeige das mal gerade, das ist allein der Öffnungswinkel der Tür. Das heißt, zum B- und Entladen hast du wirklich komplette Öffnung hier bei dem Fahrzeug. Richtig, ja. So, der wird weitergebaut eigentlich? Der wird weitergebaut. Ja, schaut mal gerade. Nee, also das war nur eine Frage, hätte ja sein können. Es gibt ja viele Fahrzeuge, Ford oder VW und so. Ach so, als Basismodell, der wird weitergebaut. Aber im Moment passiert alles eben auf dem 2,8 Liter Hilux. Ja, ja. Also drüben das Fahrzeug, was wir haben, das ist schon der 2,8 Liter. Okay. Das ist noch der alte 2,4 Liter. Okay. Und da muss man schon sagen, dass die 2,8er mit Automatik sich deutlich angenehmer fahren lassen, weil die doch mehr Leistung haben, mehr Reserven. Und man hat trotzdem beim Toyota die Möglichkeit, sämtliche Umbauten umzusetzen. So, ich will den jetzt haben in Babyblau. Als 2,8er, wie lange muss ich warten? Ein Leben lang aus mit Babyblau. Achso, du willst den Babyblau nicht lackieren? Nein, doch. Also im Moment, die Standardfahrzeuge, muss man so 18, 20 Monate rechnen. Okay. Für die Standardfahrzeuge. Mit Fahrzeugkabine alles? Mit Fahrzeugkabine, mit allem. Wir bauen auch vieles, komplette Sonderanfertigung auf Kundenwunsch. So, mach mal zu die Tür. Ja. Und dann zeigen wir es nochmal gerade von vorne. Es ist übrigens so staubig, weil hier dauernd Probe gefahren wird, der Hilux. Natürlich mit H7-Beleuchtung, nicht LED oder so, damit es auch weltweit, wenn es mal kaputt gehen sollte, ausgetauscht werden kann. Ich danke dir recht herzlich. Ihr seid jetzt wo, in welchem Ort? In Neumarkt in der Oberpfalz ansässig. Oberpfalz. Genau. Heißt Pick. Pickupback.com. Mein Gott, das ist fast ein Sprachrempler, weil die Leute sagen immer Pick Backup, oder? Das ist so ja, Datensicherung beim PC. Ich dachte eigentlich, es wäre relativ einfach, weil aber es so ein Pickupback vom Huckepack kommt. Pickupback, also ist gar nicht so einfach. Aber der Vorteil ist, man merkt es jetzt ganz besonders. Man merkt es, ja. Okay. Und der Name nochmal, du bist der? Ich bin der Goran, ich bin der Besitzer, Konstrukteur. Ja. Mädchen für alles. Der Mann, der in Kroatien geboren ist? Nein, Nürnberg. In Nürnberg geboren, aber mit kroatischen Vorfahren, das stimmt schon, oder? Genau, ja. Ja, der aber so gut Fränkisch kann, dass ich sage, mein Gott, der ist wahrscheinlich in allen Welten zu halten, zu Hause. Du warst schon wo überall mit dem Auto unterwegs? Überall. Wo denn? Marokko, okay, die Standarddestination, also Albanien, Montenegro, Kroatien, Bosnien-Herzegowina. Okay. Sardinien, Korsika. Und gab es irgendwas, wo du nicht reinkamst mit dem? Er ist ja schmal, er ist klein. Na, bisher keine Probleme. Sehr schön. Also wenn ihr sowas haben wollt, geht zu pickupback.com und danke fürs Einschalten. Tschüss. Ja.